Freitag, der 27. Februar 2009. Hier ist Viersen TV News. Schwerer Verkehrsunfall, 15-Jähriger tödlich verletzt und Raub einer Spielekonsole war vorgetäuscht. Am Donnerstag kam es gegen 20.45 Uhr auf der Butzenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher aus Grefrath-Oedt tödlich verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mann aus Grefrath-Oedt fuhr mit seinem PKW von Tönesforst kommend in Richtung Grefrath-Oedt. In Höhe der Einfahrt zu einem dortigen Kieswerk kam der PKW aus ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter über den rechten Grünstreifen. Danach wurde der PKW offensichtlich zurück auf die Straße gelenkt und schleuderte diagonal über die Fahrbahn gegen einen Straßenbaum auf der linken Seite. Der PKW blieb in einem etwa 2 Meter tiefen Straßengraben liegen. Für den 15-jährigen Jungen, der im Fond des Kleinwagens saß, kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Grefrath-Oedt, wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Neben 17 Polizeibeamten war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften der Löschzüge Forst, Oedt und St. Tönis vor Ort. Dazu waren 2 Rettungswagenbesatzungen und 2 Notärzte im Einsatz.